Und du musst ja mal runter, Batman. Die Endzone für den Monat, eigentlich März, aber auch Februar ist bei mir angekommen. Das heißt auch immer, die Loot Chest ist nicht weit. Und zwar die letzte Loot Chest, die mich hier erreicht. Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladum, zu einem neuen Part, zu einem neuen Loot Chest Unboxing mit dem Zwergenfürst, zum letzten Loot Chest Unboxing auf diesem Kanal. Vorerst. Vielleicht wird es irgendwann das wieder geben, aber dies ist das letzte Loot Chest Unboxing der ersten Staffel sozusagen. Und ja, das. Wie üblich habe ich hier eine Kinderschere, mit der ich ja jetzt mal das Paket hier auspacken werde. Und ihr seht schon links hier etwas, Quatsch, rechts von euch aus links, nee, nicht mal von euch aus links, ein paar Sachen, die sind aus den bisher ausgepackten Loot Chests. Die könnt ihr heute auch gewinnen. Öffnen wir die letzte Loot Chest. Woohoo! Loot Chest für den Monat Februar. Auf geht's. Batman muss natürlich zugucken. Der sitzt hier. Oha! Da haben wir ja Großes drin in dieser Box. Aber was für Großes. Das lege ich hier mal erstmal beiseite. Das brauchen wir eventuell später. Oh, Entschuldigung, Batman. Das wollte ich nicht. So, hier springt mich direkt mal ein T-Shirt an. Das letzte T-Shirt. Letzte Loot-Chest. Packen wir es mal aus. Ich habe schon so eine Vorahnung, was das ist. Worum es hier geht. Brutale Zerstörung. So, da sehe ich doch was. Na, wenn das mal nicht ein Superheld ist. Das ist, ist das nicht der Black Panther? Der Black Panther. 1966. Vibranium. Ich kenne kein Englisch. Research. Ja, wird wohl Zeit, dass ich den mal gucke, den Film Black Panther, dass ich dieses T-Shirt auch tragen kann. Ja, schön, schön, schön. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Eine Bettdecke oder ein Handtuch zu sein. Wird auch ausgepackt. Ui, und es kommt zu Tage, es kommt zu Tage. Ach, da steht es doch sogar schon. Fließdecke. Eine Decke. Da kann man sich aber warm zudecken. Schöne Verpackung. Wie sieht das jetzt aus? So kriege ich hier das raus. Hui. Ah, das ist groß, das ist weit, das ist halt eine Decke. Entfalten, irgendwie in die Kamera bringen. Ja, hier ist so ein Assassin's Creed Schriftzug. Hier der Rest des Schriftzugs. Ja, das werde ich jetzt hier bestimmt nicht ganz in die Kamera kriegen. Ja, zeige ich euch später irgendwie. Was hätten wir hier noch? Doctor Who Universe Müsli-Schale. Oh, cool. Das war ja noch in keiner Sache drin. Eine Müsli-Schale. Muss mal raus. Demolier. Kaputt mach. Ja. Eine Doctor Who Müsli Schale. Die kommt wahrscheinlich mit auf mein Regal. Oder was? Ja. So ungefähr. Was hätten wir denn hier noch drin? Oh. Raubtierbrause. Ein Energy Drink.
Nice. Das wollte ich schon immer mal in der Loot-Chest haben, weil ich wollte es mal kosten. Ich wollte es offiziell mal ausprobieren. Machen wir jetzt natürlich hier in diesem Video mein erster Energy Drink. Premiere. Und ich öffne es natürlich sofort mal falsch. Ui. Da spritzt's. Oh, hört ihr das? Das sprudelt. Cola Energy Drink. Und ich koste es. Ja. Schmeckt schon. Ja. Nicht besser als der restliche Scheiß aus der Loot Chest, aber besser als ich von einem Energy Drink erwartet habe. Also mein erster Energy Drink. Fazit. Ich stelle es mal hier in der Schüssel ab. Hoffentlich fällt es nicht um. Dann wird es hier feucht und nass. Ja, was soll ich dazu sagen? Schmeckt besser als ich gedacht hätte, aber ja, schmeckt halt. Schmeckt nicht gut. Ein Lolli. Ach, der wird ja super schmecken. Das kennen wir doch aus der Loot-Chest. Aus 5 anderen Loot-Chests kennen wir das doch. Wie Süßigkeiten aus der Loot-Chest schmecken. Ah, da freue ich mich doch schon, das zu kosten. Okay, ein roter Lolli. Schön, schön. Ein knallroter Lolli. Ja. Ich muss sagen, ist das Leckerste, was ich hier in der Loot-Chest bisher hatte. Das muss nichts heißen, weil ihr wisst ja, Sachen aus der Loot-Chest schmecken scheiße. Also, ja, das Beste, was halt das Beste der Scheiße, die halt der an Süßigkeiten in der Loot-Chest hatte. Aber dafür, dass es Loot-Chest-Scheiß ist, schmeckt's. Naja, gut, das schmeckt halt immer noch irgendwie nach Chemie, aber schmeckt weniger nach Chemie als der Rest der Nutztest. Und die Schale, dafür ist die gut. Das ist, guck mal, schaut euch das an. Das ist doch mal eine Schale. Das ist cool. Kann man den Dreck hier alles reintun. Das wird meine Dreckschale hier. Zumal ich kein Müsli esse. Ich habe Rick and Morty. Ein Vinyl-Stickers. Ah, Stickers. Soll ich euch was beichten? Ich habe Rick und Morty noch nicht geguckt. Au, Scheiße. Ja, ist leider so. Ich werde es mal nachholen, aber. Ach, du Schande. Ja, es ist so. Und 20%, 20 € Rabatt auf Raubtierbrause Cola. Aha, mit diesem Gutschein. Ach, auf dieses Teil hier, auf diesen Energy Drink. Als mir das geschmeckt hat, dann kann ich mir noch mehr davon kaufen und ja. Dann gibt es 20 € Rabatt auf den nächsten Scheiß, den ich mir bestelle. Schön. Und am Grunde des Bodens der Loot Chest, das übliche Loot Chest Heftchen. Ja, da steht drin, was alles drin war. Elementary. Ist eine schöne Serie, ja. Sherlock Holmes und John Watson als Frau. Ja, gut. Du willst keine Loot-Chest mehr verpassen, dann sichere dir noch heute die nächste Box auf www.lootchest.de. Wow! Ja. Marktpreis 14,95 € mit Erscheinungsdatum der Februar. Loot-Chest erscheint Black Panther im Kino. Zufall? Wir glauben nicht. Denn der König des Staates Wakanda. Oder wie es ausgesprochen wird, ja, Wakanda, gehört definitiv zur Loot Chest. Der mysteriöse T'Challa mit atemberaubender Kraft und Geschwindigkeit ausgestattet bekommt mit dem neuen Blockbuster seinen eigenen Film. Schön, schön, Assassin's Creed. Decke, kenne ich. Assassin's Creed kenne ich, ist mir bekannt. Aber ja, Loot Chest exklusiv. Also die Schale hier, die Dreckschale, das ist Loot Chest exklusiv, das bekommt man nirgendwo anders.
Energy Drink. Schnell wie ein Gepard, gefährlich wie ein Löwe oder stark wie ein Bär. Mit diesem Energy Drink übertriffst du jeden. Die raubt dir Brause, verschafft dir neue Energie und beschwingt dich. Und selbstbewusst in den Tag zu starten, was wirst du wohl heute als Erste schaffen? Und die Lolli ist ja schön, okay, toll. Die Lutschtest, die letzte Lutschtest für den Monat Februar. Das war sie. Dann mal alles wieder einpacken und die Sachen auf dem Regal stationieren, die dahin gehören. Tja, dann würde ich mal sagen, vorsichtig hier, ist ein Getränk. Zack. Ich würde mal sagen, döpp mich nach oben. Nein, halt, wartet. Es gibt ja noch was zu gewinnen. Ich würde mal sagen, aus dieser Lutschtest hier dürft ihr ganz vorsichtig rausziehen. Diese Rick and Morty Sticker bekommen, was auch immer das für Sticker sind. Das sind irgendwelche Sticker, könnt ihr bekommen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das bekommen wollt, was euch an der Serie Rick and Morty so gefällt, was das Beste an der Serie ist. Dann könnt ihr das hier gewinnen. Als andere aus der Kiste möchte ich behalten. Ja, ihr könnt auch den angelutschten Energy Drink bekommen. Nein, Spaß, könnt ihr nicht. Den behalte ich. Und die beiden Sachen, die da drüben liegen, das hier und das hier, Batman, könnt ihr nicht bekommen, das ist meins. Kann man sich kaufen, gibt's im Shop. Nicht in meinem Shop, aber in anderen. Top Trumps von Yu-Gi-Oh! Schreibt einfach in die Kommentare, welches eure Lieblingsfolge von der Serie Yu-Gi-Oh! Ist. Heute geht's um Serien. Und Avengers, die Age of Ultron 2.0 Figur, Actionfigur. Dafür schreibt er in die Kommentare, welches eurer Lieblings-Avenger, Marvel-Film oder ja, ich kenne mich da nicht aus. Schreibt eure Lieblingsfilme von dieser Reihe hier in die Kommentare und dann könnt ihr das gewinnen. Also heute das oder das hier zu gewinnen. Das hier. Ja. Schreibt es in die Kommentare, dann könnt ihr gewinnen. Nur noch heute. Also es gibt keine weitere Lutschtests. Drei Geschenke dürft ihr euch eins von aussuchen. Was mögt ihr an der Serie Rick and Morty? Welches ist eure Lieblingsfolge Yu-Gi-Oh! Und was, welche Marvel Avengers Filmsache gefällt euch am besten? Haut's rein in die Kommentare. Ich will was sehen. Ich will mal ein paar Gewinner haben. Aber dann war es das für den letzten Part von Lutschtest Unboxing mit dem Zwergenfürst. Nach oben, sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt und vor allem eventuell irgendwann das nächste Lutschtest Unboxing nicht verpassen wollt. Kommt bestimmt irgendwann wieder. Und da seid ihr am besten dran, wenn ihr Abonnent seid, da kriegt ihr Benachrichtigungen und wenn ihr das Glöckchen abonniert habt, das Glöckchen aktiviert habt, weiß nicht, ob man das auch abonnieren kann, bestimmt nicht. Ja, da werdet ihr benachrichtigt, das ist schön. Däumchen nach oben, zeigt mir, euch hat es gefallen, ihr wollt nochmal sehen, wie ich Unboxings mache. Ja, so kann man es, glaube ich, am besten zeigen. Noch mit dazu, das muss natürlich auch noch mit aufs Thumbnail so hier irgendwie zusammenkramen. Das hatte ich über die Schulter, weil es noch nicht warm genug hier im Zimmer ist. Ja, irgendwie so. Ich würde mal sagen, man sieht sich. Damit ist auch mein kleines Nerd Nirvana soweit vollendet. Das wird auch ein bisschen umgeräumt werden und der Energy Drink und der Lolli wird da nicht für Ewigkeiten drin bleiben. Aber wie gesagt, das wird halt so ein bisschen meine Dreckschale. Da wird halt so ein bisschen was drin sein. Ja, wird sich auch bestimmt noch ein, zwei Sachen dazukommen. Und ja, ich würde sagen, ist doch was draus geworden. Kann man doch sagen, sieht ganz hübsch aus. Also ist ein bisschen zugemüllt geworden in der Zeit, aber ich bin stolz drauf auf das kleine Eckchen hier. Und da noch so an der rechten Ecke ein kleines Bildchen, ein kleines Plakat. Kann man sich hier irgendwo besorgen, kann man sich was kaufen. Ansonsten, ja, war eine schöne Zeit.
Es war die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Jetzt bloß nicht weiter singen, sonst kriegen wir hier einen Copyright-Claim. Weil ich ja so genau die Noten treffe. Ja, ihr wisst's. Haut drinne. Bis denne.